Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder hier heute zu unserem Treff. Morgen, Susanna. Guten Morgen, Annette. Ich freue mich schon und ich würde heute ganz gerne dieses Lebensgespräch mal eröffnen mit: Glaub uns nichts, was wir sprechen, sondern sei bereit oder habt eine Bereitschaft, offen zu sein, um selbst zu sehen. Wir geben immer nur diese Beispiele, um dass jeder selber sehen kann, wie es in uns funktioniert, wie es funktioniert mit, dass unsere Gedanken haben keine Auswirkungen auf irgendetwas oder auf irgendwen, außer auf uns selbst. Und da, Ja, ja. das ist so, so, so wahr. Das finde ich so, 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 so spannend, weil wir nehmen ja gern intellektuell gern das Wissen anderer auf, aber es selbst zu erfahren und selbst zu spüren, wie es ist, das ist. Da bin ich gespannt, wie wo uns das Gespräch heute hinbringt. Ja, wie gesagt, die offene Bereitschaft, einfach wirklich da zu sein und selbst zu schauen, nicht zu glauben, irgendjemanden, der mehr weiß als du, sondern auch selber sich mal in der Selbstbeobachtung zu bringen. Zum Beispiel ist es ja wirklich immer so, dass wir einen Gedankendialog haben. Immer. Der ist gar nicht still. Dieser Denker ist nicht still. Und wenn du mal in die Beobachtung gehst, wirst du vielleicht feststellen, dass der sowohl für dich spricht als gegen dich spricht, mit den Gedanken bei jemand anders ist. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wo ich es gesehen habe, dass diese Gedanken meine Gefühle, meine Reaktion erschaffen haben. Und zwar war das mal an einem Morgen, wo wir uns auch treffen wollten, Susanna. Und ich hatte ja den Termin 11:15 Uhr. Und ich hatte aber, meine Freundin hatte samstags Geburtstag und ich hatte bei einem Verein Gutscheine bestellt. So. Und der Verein hatte aber nur bis 12 Uhr auf. Und ich hatte schon zu Hause überlegt: Kriege ich das geschaffen, ja, dass ich die Gutscheine noch abhole, weil wenn wir uns Samstag treffen, möchte ich die Gutscheine haben. Ich muss aber auch pünktlich zu unserem Gespräch da sein. Und dieser Dialog hat schon mittendrin angefangen, morgens, bevor ich überhaupt dahin gefahren bin, um die Gutscheine abzuholen, die Geschenkgutscheine abzuholen. Und dann war es so, es war nur eine Stadt, die hier 15 Minuten von mir entfernt ist, also nicht die Welt. Und ich bin um 9:30 Uhr schon losgefahren. Kam dann in Bottrop an. Stadt ist also Bottrop, nur damit dann mal jemand weiß, kann er ja ungefähr denken, wo ich wohne vielleicht, aber ist egal. Auf jeden Fall fuhr ich dann dahin und es war kein Parkplatz zu finden, weil das auch noch so doof gelegen hat, ja? Und der Dialog, hoffentlich schaffe ich das, jetzt finde ich keinen Parkplatz. Und diese ganzen Gedanken, die da hin und her quakten, waren also auch noch da. Dann habe ich endlich einen Parkplatz gefunden. Und da ich ja einen kleinen Hund habe, nehme ich den meistens mit oder lasse den zu Hause. Diesmal hatte ich den mitgenommen und habe dann überlegt, manchmal lasse ich den im Auto, manchmal nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimm den heute mal mit und lass den nicht im Auto. Und dieser Weg vom Auto bis zu diesem Verein, wo ich die Gutscheine abgeholt habe, war ich stinkig geworden auf meinen Hund, weil der überall an jeder Ecke gepinkelt hat, gerochen hat und mir das nicht schnell genug ging. Und das habe ich so gemerkt in mir, dass ich unschuldig meinen Hund dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe.
weil der so klüngelt. Dabei ist der Hund nie anders. Der Hund ist immer so, wenn der rausgeht, der pinkelt überall an jeder Ecke, der schnüffelt an jeder Ecke und, und. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie dieser ganze Gedankendialog, der hier stattfindet, ja, wie der mich beeinflusst von meiner Stimmung, die dann im Keller gegangen ist. Ich stinkig wurde anscheinend auf meinen Hund, weil der nicht schnell genug gelaufen ist. Ja. Mhm. Und ich aber jede Menge Zeit hatte und ich sag jetzt mal, um 9:45 schon wieder zu Hause war. Und das war für mich so zu sehen, dass unser innerer Dialog immer diese ausschlaggebende Instanz ist, die die Gefühle in uns erzeugt, die uns unsere Stimmung beschenkt, mal auf, mal ab, je nachdem. Und ich war froh, dass ich es nur bemerkt habe und gesehen habe und habe es dann losgelassen und dann war es wieder weg. Das war so fantastisch, das mitzukriegen, mhm. Das mal zu sehen. Das habe ich aber vorher auch noch nie gesehen. Da ich ja auch aus dieser, das haben wir ja schon erwähnt, aus dieser Persönlichkeitsentwicklung komme, die ich auch 15, 18 Jahre lang gemacht habe, geht es ja immer darum, dass irgendwas im Außen, an Umstände, an Menschen, irgendeinen Einfluss haben auf dein Wohlbefinden. Und wenn du in diese neue Richtung schaust, die wir immer sagen, wenn du schaust, wie Menschsein und das Leben funktioniert, durch diese drei Prinzipien, die wirken, die immer wirken, die aber mit deiner Persönlichkeitsgeschichte überhaupt nichts zu tun haben, wo du Abstand nehmen kannst und einfach mal auch hinzugehen und vielleicht, das mache ich jetzt zum Beispiel, dass ich mir vorstelle, dass hier dieser Denker, dieser Gequatscher, der diesen Dialog aufrecht erhält, einfach mal beiseite zu stellen und den nicht mehr für wahrzunehmen. Nicht weiter führen, nicht? Weil der kommt mit irgendwelchen Geschichten, die wir für wahr halten können, wollen, oft automatisch, unbewusst, unschuldig. Und dann, mir fällt da auch so eine Geschichte ein, die ist mir jetzt eingefallen, die ziemlich krass war. Vielleicht hast du, habe ich dir ja eher mal erzählt, noch nicht so lange her, bin ich mit meinem Bruder, habe mir entschieden, wir fahren, also er hat mich mehr oder weniger eingeladen, nach Rom zu fahren, mit einer Busgesellschaft, Autobus. Und wir waren zeitgerecht dort, haben den Bus gefunden, es steht da, wir laden unsere, wir waren eine halbe Stunde früher dort, laden unsere Koffer ein, auch unser Handgepäck. Meine Tasche habe ich glücklicherweise noch umgehängt gehabt. Und mittlerweile war noch immer Zeit, eine Viertelstunde vor Abfahrt. Wir fahren eh nach Rom, 20 Stunden mindestens, so in die Richtung. Na, willst nicht gleich in den Autobus einsteigen, wenn eh noch Viertelstunde Zeit ist. So, das war die Umstand. Und wir sind ein paar Zentimeter hinterm Bus gestanden und haben halt gewartet ein bisschen und wollten dann bald einsteigen. Auf einmal sehe ich, wie der Bus sich in Bewegung setzt und losfährt. Die schreien auf meinen Bruder, lauf ihm nach, das geht doch nicht, der kann doch nicht ohne uns fahren. Und so schnell sind meine Gedanken geratet, das gibt's doch nicht, das ist jetzt nicht wahr. Wir stehen da, unsere Koffer sind im Bus, der fährt weg, wir sind da. Also da war, ich habe mir jetzt gerade so gemacht, so eine Flasche, da ist wirklich in meinen Kopf so zugegangen. Zack. Kein klarer Gedanke. Wie gibt es das? Wie kann ich? Und dann habe ich das bemerkt, das ist so automatisch schon gegangen. Okay, da kann ich jetzt
jeden Gedankenstrom, jeder Horrorszenario nachgehen. Wir haben bezahlt und der fährt ohne uns, der wird das nicht einmal bemerken, weil mir war klar, warum der gefahren ist. Der hat uns ja abgehakt auf seiner Liste. Der hat ja nicht mehr geahnt, dass wir noch nicht drin sitzen. Der hat nicht geschaut. Okay. So ist es mir gegangen. Dann habe ich mir gedacht, okay, stopp. Ist so. Das Leben geht weiter, selbst wenn ich jetzt da stehe. Durchgeatmet. Und dann ist mir so eingefallen, okay, was kann ich jetzt tun? Und dann ist so ein frischer Gedanke gekommen. Okay, ich schaue, suche halt im Handy, das hatte ich noch. Aber da ist auch gleich der Gedanke reingeströmt, naja, das war 23:45, 23:30 in der Nacht. Da ist doch niemand mehr dort. Gut, die Reiseveranstalter war nicht mehr dort. Dann habe ich glücklicherweise gesehen, gelesen gehabt, wie ich noch dort gestanden bin, wie der Bus noch vor mir gestanden ist. Oberger, die Firma. Okay, schaue ich danach im Internet. Habe wirklich tatsächlich gefunden, jemanden am Apparat und so weiter. Jedenfalls haben wir es dann geschafft, durchs Handy und so weiter. Der hat dann den Buschauffeur. Also es war sehr aufregend. Aber trotzdem war in diesem Gedankensturm Ruhe. Ja, einfach, okay, das ist jetzt mein Denken. Und es wird die Welt nicht untergehen. Selbst wenn wir jetzt wieder zu Hause fahren müssen und vielleicht keine Schlüssel haben oder sonst was. Es gibt immer eine Lösung. Es geht weiter, es verändert sich. Ich brauche jetzt nicht in dieses Drama fallen, weil es war schon der Impuls da. Was ist jetzt? Ich möchte weinen. Ja? Und trotzdem, dieses zu sehen und dass dieser frische Gedanke, ich habe das jetzt so, dann war es wieder klar. Und dann, okay, schauen wir den nächsten Schritt. Und 10 Minuten später, da ist der Bus wieder zurückgekommen und hat uns abgeholt. Also das war wirklich Drama und trotzdem war so eine innere Stimme, das ist nicht das Drama. Das wird mein Wohlbefinden nicht jetzt abkürzen. Und da war Klarheit und dann war der nächste Schritt. Aber es passiert natürlich nicht immer. Aber das in so einer Situation, das so klar zu sehen, so im Nachhinein erst, hey, was ist da passiert? Was soll in meiner Ruhe? Selbst mein Bruder, der Checker, ja, ich ja immer die kleine Schwester, sagt, du hast aber jetzt ganz cool also ich hätte es nicht können. Der war auch ganz von den Socken. Ja. Er, der Jurist. Aber wie wundervoll, ne? Wie wundervoll immer was Besseres eigentlich auf uns wartet, was funktioniert, wenn wir die Finger von diesem Dramadialog lassen. Dramadialog, du sagst es so schön. Dramadialog, wenn du da loslässt, hast du ja gesehen, ist ja ein Wunder. Du hattest vorher schon wahrgenommen, welche Firma da ist. Du hattest klare Gedanken, dass du dieses Schild gesehen hast, um dort anzurufen oder sonstiges. Und so passiert es uns ja auch. Und das sind ja jetzt nur Beispiele. Wir können das selber beobachten. Und zwar zum Beispiel, wenn du jetzt mit dem Auto fährst oder auch mit der Straßenbahn oder sonstiges, dann fährst du und du bist irgendwie unterwegs, weil du immer mit dem Auto ja irgendwo ankommen willst. Du hast ja ein Ziel, wo du hinfährst. Ist ja immer ein Ziel da, sonst würdest du ja mit dem Auto nicht fahren. Es gibt zwar auch Menschen, oder auch man fährt schon mal einfach nur spazieren, aber es kommt schon sehr selten vor, dass man einfach nur so in die Gegend rumfährt. Meistens fährt man ja doch immer recht viel in Richtung Ziel. So, und wenn du dann unterwegs bist und du hast einen Termin und du kommst leider ein bisschen knapp raus oder dahin, dass du zum Ziel nicht so schnell ankommst, jetzt fängt das ganze Drama nämlich in deinem Kopf auch an. Jede rote Ampel, die du hast, stehst du davor und ärgerst dich. Bis im Dialog. Bis im Dialog auch zu schimpfen, zu bewerten, zu meckern. Boah, warum fährt der denn heute so langsam? Kann der nicht schneller fahren? Ich habe doch keine Zeit. Und da fängt dieser ganze Dialog an. Ja? Und unschuldigerweise gehen wir vielleicht davon aus, dass wenn wir das alles verbalisieren, dass wir darüber mehr Kontrolle hätten.
haben wir aber nicht. Das ist ein verbaler Dialog, weil wir nehmen es ja wahr. Wir spüren es ja, auch ohne, dass wir den Senf dazugeben, sage ich jetzt mal so, stehen wir an der roten Ampel. Fährt der Vordermann langsamer an? Das brauchen wir gar nicht mehr verbalisieren. Ja, und so geht das dann immer weiter rund. Und wenn man dann ankommt, dann kommen die nächsten, boah, bin ich jetzt gestresst. Aber dann ist, weil dieser Dialog stattfindet, zu viele Dinge in zu weniger Zeit hineinpacken und wir einfach auch nicht sehen oder noch nicht so oft sehen, dass wir nicht unser Denker sind. Wir brauchen uns mit unserem Denken nicht zu identifizieren. Oder auch mit dem Denken von anderen Menschen nicht identifizieren, sondern immer selber gucken. So wie du das am Anfang gesagt hast. Es wird ja viel Meinungen vertreten, gesagt, was das ist, was das nicht ist, wo dein Problem ist, wie du dein Problem lösen sollst und dieses, jenes, welches und weiß ich nicht was. Es sind alles schöne Dinge, die sind aber unschuldig, dass wir denen nachgehen, weil es weiß keiner im Außen mehr wie du selber, wenn du deinen Blick nach innen richtest. Weil es ist nur dein innerer Dialog, der da immer wieder irgendwie dich ablenkt, aus dieser Ruhe dich rausschubst, die Gedanken tanzen. Und wenn du wieder ruhig bist und dich damit nicht identifizierst, ja, dann wirst du auch was anderes erleben können und meistens auch Wunder. Genau. Du hast es, wie hast du zuerst gesagt, die Dramageschichte oder wie dieses Drama? Dramadialog. Und wie du jetzt gesprochen hast, ist mir klar geworden, es gibt zwei Sachen. Es gibt, weil unsere Denkmaschine, Denkstruktur immer zielorientiert ist, ergebnisorientiert. Und ist ja hilfreich, ja. Aber da dann hängen zu bleiben, das Ziel, das er sich vorstellt, das er gerade im Fokus hat, das muss genau so sein. Und wenn nicht, dann rennt er im Kreis. Und dann die alten Geschichten und bla bla bla. So wie bei meiner Geschichte, oh, der Bus, ich muss ja nach Rom fahren. Ich muss nach Rom fahren. Und mein Leben ist davon abhängig. Na nix, mein Leben ist nicht davon abhängig. Und auch nicht mein Glück, mein Wohlbefinden. Das Wohlbefinden ist vom Prozess abhängig. Wie gehe ich mit dem um? Das ist ja das Spannende. Wie bin ich in mir? Wie sehe ich das? Und das ist gerade so echt spannend. Dieses Ergebnis schon orientiert, aber dann loszulassen. Und jetzt verstehe ich auch das, was ja nie wirklich funktioniert, bis zu einem gewissen Grad, wirst du das auch erkennen, diese Wunscherfüllungsgeschichten. Ja. Du brauchst dann nur diesen Wunsch. Aber das Coole ist ja, das auch freizulassen. Und freizulassen ist nur das Gedankliche und sich auch überraschen zu lassen, was dann passiert. Und vor allem auf den jetzigen Augenblick. Ja, das Unschuldige, Susanna, ist ja dabei, woher kommt dieser Wunsch? Wer ist das, der diesen Wunsch denkt? Wer will diesen Wunsch? Und da sind wir dann wieder drin, in diesem Persönlichkeitsding. Ja. Ja? Und dieser Wunsch, wenn man mal schaut, ich sage nicht, dass man keine Wünsche haben soll. Darum geht es nicht. Aber es ist wieder, welcher Beweggrund ist mit diesem Wunsch verknüpft? Welche Beziehungen verknüpfen wir mit diesem Wunsch? Und wenn dieser Wunsch dann nicht kommt, weil wir eine Erwartung dazu haben, dann sind wir enttäuscht und frustriert und dann kommen diese ganzen Emotionen, die wir erleben. Die haben aber letztendlich nichts damit zu tun, weil der Wunsch nicht erfüllt worden ist, sondern weil du den Wunsch mit einem Beweggrund belegt hast,
warum du den haben willst. Und das greift wieder dieses Persönliche, diese persönlichen Gedanken, die wir haben, wie die Welt auszusehen hat, wie wir das gerne haben wollen, wie es sein sollte. Und nicht nur in dem Bereich. Und nochmal zurückzukommen auf diesen, was du gerade sagtest, mit diesem Festhalten. Wenn wir Kinder beobachten, Kinder spielen, und wenn, ich sag jetzt mal, wenn die Burg dann denen nicht gefällt und, dann machen die die platt und bauen einfach eine neue, ohne irgendeine Meinung dazu zu haben. Die machen einfach. Und die denken auch nicht darüber nach, das Ziel ist, ich möchte so und so und so und so und so und so die Burg haben. Die fangen an, die Burg zu bauen und freuen sich dann darüber, über das, was sie dann gebaut haben. Ja, und Kinder gehen mit diesem, wie unser Leben funktioniert, nämlich durch Bewusstsein, Gedanke und Geist. Ja, der Geist schickt alles und das Bewusstsein wird die Gedanken, also das Gedankengut, real machen. Und wir haben den Unterschied zwischen persönliches Denken und generell, dass die Welt aus Gedanke entsteht. Und da sind unschuldige Missverständnisse, dass wir meinen, und manchmal sieht das auch vielleicht so verführerisch paradox aus, wir haben das jetzt selber kreiert. Nee, haben wir nicht. Wir haben es nur die Gedanken, die persönlichen Gedanken dann für wichtig, dringlich, wahr und all diese Dinge gemacht. Die Geschichte, was du sagst, also wie Kinder dran gehen. Die bauen eine Burg, Sandburg oder Lego-Burg oder sonst was. Und dann ist sie fertig und dann machen sie eine neue und zerstören sie wieder. Kann das sein, dass sie eben, weil sie noch nicht in diesem meine Burg, sondern einfach diesen Prozess des Burgbauens, der ist vorbei. Wobei kleine Kinder schon auch dieses Mein haben, auch schon dieses Ich. Weil wenn die eine Burg bauen und du zerstörst ihre Burg, ja, dann sind sie. Dann gibt es auch das Drama schon bei den Kindern, weil sie auch da schon gelernt haben, meine Burg. Genau. Du hast jetzt meine Burg. Was aber wunderbar ist, und das passiert uns ja auch, es ist eine Illusion, nicht zu glauben, dass wir sind Menschen, ja, und wir haben alle ein Ego. Aber auf dieses Ego, und da können wir auch wieder von den Kindern lernen. Selbst wenn du ihnen ihre Burg zerstörst oder ein anderes Kind, ja, sie weinen. Aber sie, ich habe noch kein Kind gesehen, das den ganzen Tag da herumgejahrt, meine Burg und sonstiges, sondern die weinen und dann sehen sie was Neues oder was anderes. Du kannst Kinder wunderbar Neues, die Neugier, die in uns allen drinnen ist, Kinder, oh, das ist was Neues, okay. Und dann ist dieses, meine Burg ist kaputt, nicht mehr relevant, vergessen. Und wir können das Leben tagelang aufwärmen. Der hat mir das angetan, mir. Genau. Und dann glauben wir das und dann fühlen wir das. Ja. Wir können so, ich liebe es, von Kindern zu lernen. Ja. Die sind so in dem Augenblick, auch dieser Drama, das heißt ja nicht, wenn du, also komm schon, ebenso wie in dieser Busgeschichte, ich war verzweifelt, ja, aber auch gesehen, hey, das ist jetzt nicht mein Bus, ja, das ist nicht meine, das hat mit mir gar nichts zu tun. Genau. Das ist nur jetzt. Und trotzdem ist es dann wieder zu meinen, also war ich wieder Darsteller in meinem eigenen Film. So wie Kinder sind, die sind ja Spieler. Ja, und wie gesagt, sie spüren auch sofort, ne? Die spüren ja diese Gefühle von Enttäuschung, von Weinen. Wie kann der denn jetzt meine Burg kaputt machen und. Aber die bleiben nicht da drin festhängen. Ne? Das sieht man ja auch, dass die Kinder dann einmal umdrehen, einen Lutscher, weiß ich nicht was, dann sind die wieder die besten Kumpels. Ja? Ja. Wir als Erwachsene haben da irgendwie ein anderes System mit. Das ist mein, das darf nicht kaputt gehen und da hängt mein ganzes Leben dran
und wir haben da eine Meinung zu. Kinder haben da noch gar keine Meinung zu. Nee. Ja? Und wir machen den ganzen Gedanken, Drama, Dialog vom Allerfeinsten. Und je mehr wir diese Gedanken, ist mir aufgefallen bei mir, je mehr wir diese Gedanken weghaben wollen, je mehr wir daran arbeiten, das ist nicht richtig, dass wir die haben und, desto mehr machen wir sie eigentlich wahr, weil wir dann behaupten, dass diese Gedanken ja unser Leben beeinflusst, dass die wahr sind, dass ich mich damit identifiziere. Wenn ich mich aber damit nicht identifiziere und nur weiß, das sind Gedankenprozesse, so funktioniert Leben. Gedankenprozesse sind immer am Wirken, immer, 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 immer am Produzieren. Und es hat mit meiner Kreativität nichts zu tun. Und wenn ich das sehen kann, dann kommen auch das, was du erlebt hast, Susanne, diese Susanna, guck mal. So schnell geht's. Bitte? Ja. Ach, so schnell geht's. So, dann kommen natürlich auch diese Dinge. Siehst du, Faden weg. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Ja, das ist schön. Konnte ich jetzt nicht mehr zu Ende bringen. Also im Moment auf jeden Fall nicht. Ich bin davon überzeugt, es wird kommen zur richtigen Stelle. Und wenn nicht, dann war es vielleicht, dann kommt es anders mal oder so. Aber das ist das, was spannend ist, diese Gefühle. Die Gedanken kommen ja immer, wenn es ist ja so ein Kreislauf. Unsere Gefühle, die Gedanken erschaffen unser Erleben, unsere Gefühle. Und die Gefühle wieder erschaffen weitere Gedanken, wenn wir diese Gefühle nicht haben wollen. Und das ist ja auch wieder zu Kindern zurückzukommen. Wenn Kinder traurig sind, weil irgendwas nicht nach ihrem Willen geschieht, dann weinen sie. Und ich merke schon auch immer mehr bei Erwachsenen, nachdem ja mein Kind schon groß ist, bin ich da schon viel zurückhaltend und dann sehe ich, dass da, was da passiert. Eltern, wir wollen nicht das, dieses Traurigkeit, dieses, wir halten das Gefühl, wir haben Spiegelneuronen, wir fühlen das Kind, wir glauben, das darf jetzt nicht so sein. Und dann machen wir großes Theater und lenken es ab. Das Kind weiß gut, damit umzugehen. Das findet von Natur aus wieder was Neues. Ja, das war auch das. Das bleibt nicht in einem Gefühl hängen. Das ist ja das Fantastische. Und wir wollen dieses Gefühl nicht haben und glauben, wir müssen irgendwas tun. Sondern es verändert sich. Und das ist das, was ich gerade super so mehr erforschen bin. Weil da falle ich natürlich auch immer wieder rein. Will ich doch nicht fühlen manches. Ja, jetzt kommt mir der Faden wieder. Ich wollte sagen, das mit den frischen Gedanken. Weil wenn du es durchlebst, ja, und da keine Bewertung drauf hast, ob das richtig ist, ob das schlecht ist, ob das gut ist, ob das böse ist, ob das weiß ich nicht, was ist, bla 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 bla, dann hast du die Chance, wirklich einfach zu fühlen und dann zu merken, oh, dann kommt ein frischer Gedanke. Und dann geht es einfach weiter. Letztendlich sind wir aber ganz. Ob wir das sind, weiß ich nicht, muss jeder für sich selber gucken mal. Nur auch unser Dialog von Vergangenheit und Zukunft bringt uns nicht in dem gegenwärtigen Moment der Präsenz, die jetzt ist, und schickt uns auch in eine Geschichte, die schon vorbei ist, die zwar immer noch wirkt heute, weil ich immer noch diesen Gedanken abspiele. Das habe ich ja letztens schon mal erklärt mit der Zitrone oder mit den Fantasiereisen. Das ist ja das, was unser Verstand, was unser Gehirn kann. Letztendlich sind wir aber mehr wie unsere Gedanken. Wenn du die Gedanken wirklich in manchen spirituellen Kreisen, wird das Gedankenpotenzial im Prinzip als Entität deklariert, macht eine Bedeutung. Wir sind ja immer auf Bedeutungen aus, müssen ja immer eine Erklärung dazu haben
Und es hat ja immer irgendeinen Sinn und das bedeutet dies und jenes und welches. Und eine Entität ist was, was nicht zu uns gehört. Also was nicht zu unserem Selbst gehört. Deswegen als Entität. Entität ist wie verschätzt du das? Ja, Entitäten können Geister sein, Entitäten sind Fernseher, Laptop, das sind alles außermenschliche Dinge. Mhm. So hat man das im Englischen, sage ich jetzt mal aus den Kreisen, wo ich herkam, eine Zeit lang, wo ich drin war. Und wenn du das mal siehst, dass es eigentlich mit dir überhaupt nichts zu tun hat, weil du mehr bist wie nur deine persönlichen Gedanken, weil da was viel, viel Größeres hinter steckt. Mhm. Wenn du dann mal das Experiment wirklich machst und dir vorstellst, dein Gedankenapparat, dein Verstand setzt sich jetzt mal neben dich auf deine Couch. Und du beobachtest mal dieses Hin und Her quatschen. Und du würdest jetzt einfach mal fragen, wenn das jetzt meine Freundin wäre, die Hü und Hot und Gegenteile und Vorteile und Nachteile und dir so viele Sachen quer durch die Mitte erzählen würde, würdest du deiner Freundin noch vertrauen? Ich würde nicht vertrauen. Weil mir das viel zu viel Hü und Hot und ja und nein und richtig und falsch und schlecht und gut und all diese Sachen raufbringen würde. Das ist keine Weisheit. Und da einfach das zu experimentieren. Aber wie gesagt, dazu eine Bereitschaft, offen zu sein, selbst zu sehen und selbst die Augen wirklich aufzuhalten und zu schauen, immer wieder in die Richtung von innen nach außen. Ja, das ist sehr spannend. Ich glaube, das können wir ein anderes Mal noch in einem Gespräch, weil das ist schon eher Ende, aber eben Unterschied zwischen Informationen, Gedanken, Spielchen und der inneren Weisheit, die wir in uns alle tragen. Das ist, wo ich auch noch immer wieder mich da frage, ist es jetzt nur so eine Gedankenidee oder ist es wirklich das? Und so kurz gesagt ist es schon, wenn es sich leicht anfühlt und stimmig, so mit einem bestimmten Gefühl verbunden, und man einfach weiß, ja, das ist es. Das ist dann Weisheit, wo ich immer wieder in Zweifel komme, wie du sagst, ein Ping-Pong, ja, nein, ja, nein. Ja, aber das ist Menschsein, so funktioniert das mit unserem. Das ist genau. Und du brauchst dann einfach nur Ruhe lassen und nicht dahin gucken und auch nicht fragen, ist das jetzt das oder ist das jetzt das, weil dann bist du ja wieder im Denker. Das ist ja der Denker, der denkt. Das ist so genau. Ja, das ist der Denker, der denkt, oh, ich mache das nicht richtig. Der Denker, aber wie sieht denn Weisheit aus? Und denkt und denkt und denkt und denkt, statt stille zu sein und Ruhe zu bewahren. Aber also mir hilft der Humor, so wie du, wie wir jetzt ja auch, wie du den Faden verloren. Ja, so das ist es, ja. Es ist manchmal so ein Gedankensturm. Und aber das zu erkennen, da muss ich dann immer schmunzeln und lachen. Denk mal, was ist denn da jetzt schon wieder los gewesen? Früher wäre ich rot geworden, früher hätte ich mich geschämt, ich wäre im Boden versunken, wenn mir das passiert wäre und, und. Oh ja, ich auch. Und heute passiert es noch, ja, wenn ich es nicht entdecke, wenn ich nicht so in der Präsenz bin. Passiert noch immer, ach Gott, Scham und rot sein, oh, da bin ich Spezialist. Ja, aber das ist ja Menschsein. Das ist Menschsein, das ist... Ja, es hat aber mit deiner inneren Kapazität nichts zu tun, ne? Nee, aber ich muss eben nicht. Je mehr ich erkenne, dass das einfach da oben schwirr macht. Ja. Ja, schön. Das war jetzt ein gutes Schlusswort mit der Sichtweise, mal zu schauen, was ist Weisheit? Mhm. Was sind
Gedanken wir wahr? Wie kann ich da eher schauen? Also für mich ist das ein tiefer liegender Prozess, wo man nie ein Ende findet, glücklicherweise. Und es sieht immer anders aus, als wir denken. Ja, sind wir wieder beim Denken. Genau. Ah, danke. Ich danke dir, Susanna, für dieses tolle Gespräch heute wieder. Danke dir, Annette. Für weiteren Gespräche. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ja. Und euch, wenn ihr da jetzt das hört, zuhört, zuseht. Genau, viel Spaß, ihr Lieben, alle, die unseren Kanal besuchen und da zuhören und selber mal in die Richtung schauen möchten. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Genau. Gut. Danke. Danke.